Ihr lieben Zuckerschnoten, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit einem Kitting Up. Ja, ich habe mein erstes Bett geschafft und ich habe mich zwischen der Winter Kitty und dem Sleepy Winter Fox entscheiden müssen und wollen. Ich habe mich für den Fuchs entschieden, für den schlafenden Winterfuchs. Ich finde den so süß und ich habe es letztens erst fertig gesehen und dachte jetzt, doch, das möchte ich jetzt gern painten. Ob ich die Winterkitty noch schaffe, das bezweifle ich. Aber ich habe mir gedacht, die sieht sehr weihnachtlich aus, also könnte ich die auch im Sommer painten. Ja, nein. Wenn wieder ein Winter-Event ist, kann ich die dann im Winter-Event painten, im Weihnachts-Event oder Winter-Event, egal was. Da passt die gut rein, nicht, dass ich dann kein Bild habe. Dachte ich mir so. Weil ein bisschen auf den Geschmack bin ich gekommen mit den Events. Also zumindest ein bisschen. Also ich werde da nicht bei allen mitmachen. Bei Alice in Wonderland mache ich nicht mit meiner lieben Heidi, weil ich kein Alice-Bild habe. Aber ich muss euch sagen, es haben mir echt bei Karat Art Bilder gefallen. Und ich habe echt mit mir gerungen, ob ich vielleicht doch noch eins bestelle. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Noch bin ich hartnäckig. Also vielleicht bestelle ich mir doch noch ein Winterbild. Ein Alice-Bild, nur damit ich es da habe. Aber an dem Event nehme ich jetzt nicht teil. Ich möchte jetzt gerne noch mein bei dem Event, wo ich ja mit dabei bin, bei Frosty Chill 2024, das noch zu Ende bringen. Das läuft noch bis 31.01. und dann wird ausgelost. Ne? Und ich möchte jetzt gerne noch den kleinen Fuchs painten. Wisst ihr, ich habe hier mein Winterhirsch gepaintet, oh, wie immer der hieß. Ne? Ich hatte das Kitting abgemacht, ein Paint With Me und das Review habt ihr auch schon gesehen. Und da habe ich euch ja gesagt, dass ich mich noch entscheiden muss. Und das habe ich jetzt getan. Und dann habe ich ja noch den Aufkleber gepaintet. Und den da. Und noch die Lampe. Die Lampe habe ich aber noch im Wohnzimmer liegen, weil ich die noch nicht fertig habe. Aber da werdet ihr dann auch was noch sehen dazu. Aber jetzt erstmal zum Sleepy Winter Fox von Karat.art. Der Artist ist Karat Art Design. Also das hat Karat Art selber designt. Ihr könnt immer schön sparen, wenn ihr über Karat Art bestellt 10% über meinen 10% Gutschein mit Melli 10. Ich freue mich und danke auch schon denjenigen, die es getan haben. Ich freue mich da riesig drüber. Ihr unterstützt mich damit, weil ich jetzt auch ein Affiliate, wie ihr wisst, auch ein Affiliate sein darf von Karat Art. Und das ist mir eine ganz, ganz große Ehre und ich freue mich riesig drüber. Und danke euch für alle, die schon geshoppt haben bei Karat Art und somit mich unterstützt haben. So, und heute geht es auch um ein Karat Art Bild, wie ihr seht, nämlich um den Sleepy Winter Fox, den ich in meiner persönlichen Christmas Surprise Box hatte. Danke nochmal, liebe Mila. Und danke an mein liebes Männlein. Und ich mache heute mit euch das Kitting ab. Mal gucken, wie weit wir kommen, wie spät das ist. Vielleicht machen wir gleich mal eine kleine Paintprobe. Das entscheide ich dann ganz, 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 ganz spontan. Ich pflanze mich jetzt erstmal hinieder. Hier haben wir das Bild nochmal einmal ganz, ganz toll und groß. Mit Angaben 30x21. Eckige Steine, die Bildnummer Let the Pleasure Begin von Karat Art. Sleepy Winter Fox Karat Art Design. Wir haben 15 Farben. Wie gesagt, eckige Steine. Ich setze mich mal hin und hole euch mal noch ein klein wenig runter. So, und fokussiere, damit wir... Genau, wenn ich jetzt rangehe, dürfte das verschwommen sein und dann ja, müsste funktionieren. So, ich brauche keine Schere. Ich brauche keine Schere. Und wisst ihr warum? Jetzt überlege ich gerade, wie ich es mache. Was ich ja ganz toll finde, ist ja, ne, dass die 1 bis zur 8 gleich die 8 ist. Das finde ich toll. So, jetzt gucken wir mal hier. Ich habe ja mein Koffer hier. Mein Koffer. Das ist der, wo ich schon die Steine drinne habe von dem Winterhirsch. Jetzt will ich bloß mal gucken, wie ich es mache. Blöd. Wie mache ich es denn jetzt? Klebe ich hier dran?
Nee. Ich überlege mir das immer. Oh, am Ende brauche ich es vielleicht gar nicht kleben. Ich schreibe es mir dran. Die laufende Nummer brauche ich eigentlich auch nicht. Wisst ihr was? Ich schmeiße mir die laufende Nummer ab. Das ist ja pups egal. Stimmt's? Das ist ja egal. Und dann kleben wir uns das hier drauf. So, jetzt machen wir mal kurz die Steine erstmal auf. Ich hole sie gleich mal alle raus. So, hier haben wir schon die 1. Also für alle, die lieben gerne aus Sippis painten, da sind Sippis bei. Oh, guckt euch doch mal die 740. Ich liebe diese Farbe. Die ist so toll. So, dann tun wir hier schon mal das einfüllen. Wir tun das einfüllen. Oh, nee. Hoppala, hoppala, hoppala. Wir haben hier Harzsteine und jetzt kann man ganz getrost und painten, ohne dass wir da Angst haben müssen, dass die ungleich sind, weil die Steine von Karatartig sind extrem toll. Guckt mal, ganz wenige, aber sie haben ihren Platz. Kann natürlich sein, weil das Harzsteine sind. Ja, jetzt haben wir etwas geladene Steine. Bei der 310 war es nicht. Aber Achtung, war gerade die 310. Hat er ja immer so seine Mucki-Macki. So, dann muss er dann doch mal Tücherchen rausholen, ne? Wir holen die Tücher raus. Warte, geht los. Ja, kein Thema, alles da. Ne, wisst ihr ja, ne? Ich nehme die feuchten von Rossmann. Wo ich das wieder vergesse hier. Klebt mir das ja wieder drauf. Vielleicht brauche ich es ja noch mal. So. Hat ihr gerade ein paar Geräusche gemacht? Es klang, als wenn ein Stein runtergefallen wäre, aber da hatte ich ja gar keinen. So, jetzt machen wir das einfach hier rein. Zack. Tada! So schnell geht das. Cool, oder? Ich finde das total toll. So, die 3. Das ist die 413. Mach das jetzt mal anders. Wartet mal, die 3 ist die 413. Dann haben wir die 4 mit 500. Die 6. Das wird nicht klug. Machen wir hier die 3 drauf. Und dann hier gleich die 4. Einmal dabei bin. So, dann machen wir hier gleich noch die 5. Und die 6. Da werden wir auf jeden Fall ein bisschen mehr brauchen. Das heißt, ich werde da das ein oder andere Fläschchen extra beschriften müssen. So, jetzt machen wir erstmal die 3. Gucken, wie die drauf sind. Oh je. Die sind nicht so gut drauf. Jetzt probiere ich das mal so. Das habe ich nämlich immer noch nicht gemacht. Ob das schon geht oder ob das sinnloser Quatsch ist. So, jetzt haben wir das gemacht. Aber eigentlich ist es. Ja, das funktioniert. Guck mal. Das funktioniert nicht gut. Also, wenn ihr die Feuchtige schon in die Tüten macht, dann funktioniert das echt klasse. Da ist das nicht so. Hier ist der Stein weg. Sehr geil. Aber dann ist bestimmt die Tüte jetzt feucht. Nee, es geht. Das ist eine gute Idee gewesen jetzt.
So, alle, die noch mitmachen wollen beim Frosty Trills Event. Also Frosty Trills 2024. Die können natürlich immer noch starten. Ihr könnt jederzeit teilnehmen bis zum 31.01. Wer sagt, ich nehme am 31.01. noch teil und mache einen Aufkleber, dann ist das alles okay. Vergesst nicht das Bild vorher mit einem Sticker, wollte ich sagen, einen Zettel mit Frosty Trills. Nehmen Sie das rein. 21. Eine Schneeflocke zu beschriften, fotografieren, in die Gruppe stellen und wenn ihr fertig seid, das gleiche zusammen und dann nehmt ihr an der Verlosung natürlich noch teil. Das ist alles kein Thema. Aber es muss fertig sein und es muss beim Event angefangen sein und ein Bild vorhanden sein, wo das draufsteht. Warum mache ich es jetzt wieder so, obwohl ich da gerade mitgekriegt habe, dass es anders besser geht? Ich wieder hin. Nee. Irgendwie freue ich mich schon auf die eckigen Steine. Ich habe jetzt eine Weile keine eckigen Steine gepaintet. Nicht so wirklich, würde ich sagen, oder? Beim November, im November auf keinen Fall. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Mal gucken, ob ich es noch kann. Ja gut, man verlernt sowas ja nicht. So, jetzt haben wir die 6. Muss mal gucken hier. Wie viel mal hier reinkriegen. Oh je. Wartet mal, wir müssen das. Oh, das ist so ein schönes Orange. Ich liebe diese Farbe. Mal gucken, ob es geht. Ein bisschen besser geht. Muss schon mal eine Tüte haben wir geschafft. Jetzt schreiben wir auf die andere Tüte die 6. Auf die andere Flasche die 6 drauf. Und nochmal die DMC-Nummer. Und dann mache ich nochmal ein Tüchlein hier rein. So. Gucken, ob wir jetzt hier alles reinkriegen. Ich bin echt erstaunt, was für tolle Bilder entstanden sind. Ich finde ja auch die Schneemänner, die liebe Heidi von Craft & Betty painted, die von Karat Art sind total schön. Die sind so niedlich. Wenn ich könnte, wie ich wollte. Ich hätte so viele Bilder kaufen. Ich habe schon viele, aber. Ja. So, das müsste ich eigentlich. Also ihr seht, wenn ihr da das Tuch hier schon reinmacht, dann geht das echt viel besser, ne? Also bei mir wirkt reinhauchen nicht. Bei mir hilft unten Froststellen nicht. Bei mir helfen einzig und allein diese Tücher. Und damit bin ich super gefahren bisher immer. Ich lasse die drinne. Und entweder ich mache es zwischendurch mit raus, weil ich das gerade, wenn ich das die Steine dann irgendwann so wenig drin sind, dass beim Ausschütten das Tuch mit rauskommt, dann schmeiße ich es auch gleich mit raus. Ansonsten wird das Tuch dann am Schluss beim Downkitten mit entsorgt. So, jetzt haben wir die 7 und die 8, wo ist die? Die ist hier und die 9, die ist auch einzeln. Da reicht auch eine. Guck mal, wir haben gar nicht viel, wa? Ich mache jetzt einfach schon mal pro forma was ab. So, die Aufkleber. Ich hebe mir das alles auf. Die ganzen Extra-Sticker, die hier sind, man könnte das natürlich auch da drauf schreiben, ne? Ja, warte, das zeige ich euch mal. Ihr habt hier Extra-Sticker, ganz viele. Da könnt ihr natürlich dann auch drauf schreiben, wenn ihr eine Flasche mehr braucht. Dafür sind die da.
Aber da ich hier eh meine Zettel schon drauf hatte, habe ich gedacht, ich mache es gleich so. So, jetzt brauchen wir die 7. Die 919. Ja, alles klar. Also, wir haben heute natürlich Mittwoch, als ich das Video drehe. Und heute haben sie echt bescheidenes Wetter angesagt. Die haben zwar gesagt, dass es in Sachsen vor allen Dingen im Süden zu Blitzeis kommen kann. Wir sind ja noch nicht im Süden, Leipzig. Aber trotzdem, ich war von draußen. Man muss ganz schön aufpassen, ne? Also, der Fußweg war im Nu zugeschneit. Und das rutscht dann. Das ist total doof. Also ich war echt, hätte ich nicht gedacht, erstaunt, dass das so fix geht. Aber na klar, es heißt ja nicht ohne Grund dann Blitzeis, ne? Aber ich bin echt, puh. Meine Große, die ist unterwegs. Ich hoffe, dass da alles gut geht dann. Und dann nach Hause kommen mit Straßenbahn. Mal schauen. Oh, ich glaube, das war jetzt Quatsch. Ja. Also, ihr seht, das ist echt cool. Das gefällt mir. Wisst ihr, was mich jetzt total ärgert? Dass ich mir den Fuchs-Coverminder bei der Heidi nicht bestellt habe. Der hätte jetzt echt super gepasst. Mann. Aber man kann ja schon mal alles rufen, ne? Da hole ich lieber einen Max mehr. So, was haben wir jetzt? Die 9. Die 9. Guck mal, hier sind schon zwei rausgefloppt. Oh, nee, das. Oh. Die hängen alle an meinem Daumen fest. Das ist der Nachteil von Harzstein, ne? Dass die immer so geladen sind. Also das passiert mit Acrylstein genauso. Also die Erfahrung habe ich jetzt schon mehrmals gemacht. Aber bei Harzstein ist es eigentlich vorprogrammiert. Deswegen finde ich jetzt die Methode, die ich jetzt gefunden habe, gar nicht mal so schlecht. Das Tuch gleich da rein. Finde ich toll. 10, 11. Und 12 brauchen wir auf jeden Fall 2. So. Tja, es gibt irgendwas Neues eigentlich nicht. Neue Stifte habe ich. Ha, für meinen Shop. Weiß gar nicht, ob ich sie schon reingemacht habe oder nicht. Ah, ich habe neue Stifte. Total cool. Und habe dann auch bei vielen passende Coverminder dazu. Die finde ich so lustig. Ich bin da total vernarrt in diese ganzen Stifte. Naja, das wisst ihr, kennt mich ja. Aber ich ärgere mich echt, das ist ein Fuchs. Aber das fiel mir erst ein, als ich den vorhin ausgepackt habe. Dachte, oh Mist, ey. Hätte ich da eher dran gedacht. Hätte ich mir den kleinen Mann noch ordern können. Aber jetzt ist er auch egal. Ja, muss ich schneiden. So, wie ihr das seht, ist schon wieder Freitag. Das heißt, jetzt habe ich noch 2 Arbeitstage. Wir hatten die Woche echt wieder viele, viele, viele Arzttermine und überhaupt Termine. Meine Große, die will jetzt nebenbei arbeiten gehen. Mal gucken, ob sie. Ich bin da zwiegespalten. Ich bin da echt zwiegespalten. Weil sie jetzt Prüfungen hat und das extra dann. Naja, mal gucken. Da bin ich noch etwas zwiegespalten, wie gesagt. Schauen. Ich sage mir jetzt, wenn es klappt, klappt es. Und wenn es nicht klappt, dann soll es nicht sein. Denn dann ist es so. Ja?
Das mittlerweile bin ich auf diesem Weg, dass ich sage, man kann eh nichts erzwingen. Und auf der anderen Seite sage ich mir, ja, wenn sie jetzt aber noch arbeiten geht, bin mal die Woche auf so eine Minijob-Basis, dann hat die auch keine Zeit noch mehr zum Lernen, ne? Andere Zeit will sie auch mal ein bisschen Freizeit haben, andere Zeit will sie aber auch lernen und überhaupt. Und ja, da ist die Mama wieder da, ne? Die dann sagt, aber ich habe jetzt gedacht, das muss sie jetzt alleine, diese Erfahrung muss sie jetzt einfach alleine machen. Ich habe ihr meine Bedenken gesagt. Wie gesagt, denke dran, Prüfungen und so, ne? Und lernen und so. Ja, ich krieg das hin. Ja, die wird das hinkriegen. Das wird auch funktionieren, das wird aber. Ihr wisst ja, ne? Mit Stress und so und zu viel und kenne mich ja nur aus. Ich ja, ich werde es merken und werde dann rechtzeitig die Reißleine ziehen. Denke, das kriege ich hin. Aber hier müssen wir tatsächlich noch einen dritten nehmen. Und dann machen wir das auch. Bleibt das jetzt hier nicht kleben? Da passt ja meine Winterkitty doch nicht mehr da rein. Ah nee, dann sind ja welche leer. Das sind ja dann wieder welche leer. Das ist ein 60er-Koffer. Und wisst ihr das noch, als ich im Juli, August zur Kur war? Da habe ich mir da auch so einen Koffer voll gemacht. Aber das war. War das der 60er? Nee, das war der 120er. Da hatte ich doch vier Bilder drin oder so. Drei. Ich komme damit echt gut zurecht, wenn ich mehrere Bilder drin habe. Jetzt ja eh, dass es jetzt nicht runde Steine sind, sondern eckige Steine. Aber ich fange auch immer wieder vorne an. Nicht, dass ich hintereinander weg die Steine einsortiere. Solange das geht, fange ich auch wieder vorne an in der Reihe, der Fläschchenreihe. Aber hier habe ich mich da genug geschüttelt. Und da fange ich vorne in der Fläschchenreihe an und dann ist das okay. Dann weiß ich, ah ja, da hinten sind noch welche übrig, noch ein paar leere. Also ab dann ist das neue Bild. Aber als ich zur Kur war, da waren ja so viele, da habe ich dann immer noch was extra auf die Flaschen, auf das Etikett der Flaschen noch drauf geschrieben, dass ich die Bilder auseinanderhalten konnte. Und das hat gut funktioniert. Also das würde ich auch immer wieder machen. So, was haben wir jetzt? 12. 13. Ja, die müsste eigentlich reinpassen. So, ich habe jetzt alle gleich gemacht. Sind ja alle danach aus. Haben wir unser schönes Weiß. Das ist nicht das ganz dolle Weiß, das ist dieses, ich sage immer so, könnte man das noch so Wollweiß. Das ist so ein bisschen cremiger. Also manchmal, ich habe heute schon zu meinem Mann gesagt, ne, mit Reizung sind wir eingestellt. Das stellt er alles über das Gerät da ein, wo ich den Namen jetzt nicht sagen will, sonst sagt die wieder was. Schon. Und da dachte ich heute so, draußen ist ja nur wieder kälter als die letzten Tage, als wenn das in der Wohnung kälter wäre. Obwohl die Heizung auf der gleichen Temperatur steht wie die ganze Zeit schon. Aber irgendwie hatte ich echt das Gefühl, das ist alles kälter. Also entweder habe ich, naja, habe ich vielleicht doch nochmal Kaffee. So, jetzt haben wir noch zwei AB-Farben. Also wir haben 12 normale Steine. 13 normale Steine und zweimal AB. Und ich finde das klasse, dass auch bei diesen kleinen Bildern AB-Steine bei sind. Bei meinem Winterhirsch waren ja keine dabei. Das ist aber ein Standardbild gewesen. Auch schon ein älteres. Aber das hat mich überhaupt nicht. Ich hatte dann überlegt, selber noch welche austauschen. Aber ich bin dann immer so. Bei solchen Bildern will ich die gar nicht austauschen, weil.
Ja, ich weiß nicht. Irgendwie, nee. Die Mila hat das so gemacht und dann ist das gut so. Denke ich dann immer, ne? Das ist in Ordnung so. Und da brauche ich auch nicht dran rumfummeln. Aber wenn ich dann so meine Knurrenbilder mache, ja, da füge ich dann gerne welche ein. So, und jetzt haben wir noch die 5200 in reinem Weiß. Und das ist eine total schöne Farbe. Das ist ein richtig schönes, schönes Weiß. Richtig schön. Das gefällt mir. Das ist so richtig das Schneeweiß. So, und jetzt haben wir hier die ganzen Tütchen. Alle. Ich glaube, die Winterkitty hat eine Farbe weniger. Also passen jetzt eigentlich nicht hier rein. Allerdings haben wir ja dann. Warte mal, ich habe ja noch was liegen. Ah nee, das ist falsch. Ein helles und ein dunkleres. Das ist ja wieder was für mich hier. Das wie. Das war ich weg. Keine Ahnung mehr. Das war ich raus. So ein Mist. So, jetzt werde ich mir das hier aber trotzdem abschneiden. Ich habe auch das schon benutzt. Das habe ich zum Beispiel benutzt. Soll ich noch erinnern, als ich beim November meine Bilder ausgelost habe? Das habe ich da rausgeschnitten. Da habe ich doch das. Na, wie heißt gleich? Die Nummern an die Bilder geschrieben zum zum Auswählen. Und da habe ich das genutzt, ja. Ist noch so einer. So. Jetzt haben wir hier noch das schöne Bildchen. Das werde ich oben reinmachen. Das ist mal weg. Und das ist mal weg. So, ihr Lieben, jetzt mache ich noch schnell die Tütchen zusammen. Die werde ich auf jeden Fall aufheben zum Downklippen dann. Und ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal angesprochen habe. Ich habe ja nur so viele, ne? Ich tue, die Steine sind noch in den Boxen und ich werde höchstwahrscheinlich die ganz normalen Steine gar nicht mehr aufheben. Erstmal. Also noch habe ich jetzt genug Zeug zum Wegsortieren, aber ich werde höchstwahrscheinlich tatsächlich die Steine alle für was anderes nutzen. Aber nicht aufheben und wegsortieren, sondern ich hebe nur noch von namhaften Firmen die Steine auf und jetzt von Karat Adler. Die sortiere ich ja auch nach Firma weg und ja. Hatte mir der auch nochmal neue Boxen geholt. So, jetzt machen wir hier die Tütchen zusammen, dass wir die dann gleich noch haben. Zack, und machen wir das mit dem Körbchen noch an. Hier muss ich dann noch ein Foto schießen. Und ich werde jetzt, glaube ich, nicht anfangen. Oder fange ich an? Aber ich weiß es nicht. Egal. Ich fange doch an. Nee, ich weiß es nicht. Also, ich habe mich aber jedenfalls schon entschieden für ein Schiffchen. Vor allen Dingen werde ich hier erstmal außen. Also ja, genau. Ich werde erst das Grün machen. Dann werde ich die Zweige und die Schneeflocken auffüllen. Dann werde ich das Orange machen und dann hier noch den Rest. So habe ich mir das vorgenommen. Genau, werde wahrscheinlich nicht mal die Folie einschneiden, weil die kann ich jetzt perfekt hier hochlegen, weil das Bild nicht so groß ist. Habe mich für diesen Leuchtstift entschieden, weil der orange ist und hier dazu passt. So, und nun habe ich mir dreimal Duftwachs ausgesucht und ich kann mich bisher nicht entscheiden. Glühwein habe ich gedacht, weil es ja Winter ist, das wärmt. Obwohl ich kein Glühwein trinke, ich trinke immer Kinderpunsch. Dann habe ich Tannenzapfen und Honig, weil ach, die Tannenzapfen, das sind zwar keine, aber irgendwie passt das schon noch dazu, weil es ein Winterbild ist. Und Safran und Orange, weil das Orange dazu passt. Und das ist so ein toller Geruch.
Ich liebe diesen Geruch. Das ist so ein knalliger, erfrischender Geruch. Und ich bin jetzt am Überlegen. Ich würde ihn gerne nehmen, aber irgendwie passt das. Oh, das riecht so gut. Das Erfrischende. Nee, das passt jetzt nicht dazu. Es ist ja ein Winter-Weihnachtsduft, aber irgendwie finde ich, so erfrischend wie der riecht, passt der auch im Sommer rein. Aber danach gehe ich eh nicht. Ich glaube, ich nehme meinen Glühwein schön eingehuschelt wieder, wie der Fuchs in meine Kuscheldecke. Ich nehme den Glühwein. Ich nehme Glühwein. Doch, ich habe mich entschieden. So, das Schiffchen, ja, hatte ich erstmal nicht gesagt, die gibt es bei mir auch in lila, blau und grün. Das sind, ja, manche sagen XL-Schiffchen. Ist für mich ein Schiffchen. Fertig. Das und mein Stift und Karamende. Ich habe jetzt mal geguckt, einen Fuchs habe ich ja nicht, wie ich gesagt habe. Jetzt habe ich mal so geguckt, was ich so habe, was ich da nutzen könnte. Wollte euch das mal noch zeigen, meine Schneemänner. Genau. Meine Schneemänner wollte ich noch mal zeigen, weil das ja jetzt auch gerade wieder zum Schnee, also das doch gut, zum Schnee passt, ne? Und der Handschuh. Den habe ich ja bei der Lampe genommen. Und den wollte ich euch noch zeigen. Ist ja nicht süß. Und der glitzert. Das kann ich glaube ich nicht so richtig ein. Also der glitzert komplett. Ganz, ganz toll. Und jetzt bin ich am Überlegen, was ich nehme. Aber ich werde einen Schneemann nehmen. Und zwar den. Den werde ich nehmen. So werde ich es tun. So, den hatte ich doppelt. Die räume ich dann wieder weg. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Das hätten wir aber ein. Dass ich ja eigentlich eigentlich mit, mit Pinzette liege. Und die ist im Wohnzimmer. Aber das ist ja gar nicht so schlimm. Mal warte mal. Gucken, ob ich sie gleich finde. Ach ja, ihr wisst ja, was? Ich habe schon mal mein Lineal. Alles da. Ist ja nicht so, dass ich nichts hätte. Aber Pinzetten sind versteckt. Oh, ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Ich habe doch auch Pinzetten und guck mal, die Farbe passt doch perfekt, oder? Was sagt ihr? Ja. So, dann fangen wir hier unten an. Nehmen wir unseren kleinen Freund hier und schlagen das hier um. Ich fahre euch jetzt mal ein Stück runter. So, das tun wir neu fixieren. Genau. So, und jetzt tun wir unser Lineal hier anlegen. Was ja eigentlich. Jo, das passt. Ja, ich will das ja immer ganz genau haben, weil ich will ja eine gerade Linie haben und dann dauert das bei mir manchmal ewig. Weil ich da genau haben will. Zack. Zack. So, fertig. So, und jetzt fangen wir an. Der braucht das A. Ich habe es gar nicht aufgeschrieben. So, jetzt mache ich aber das Tuch noch mit rein. Das lasse ich jetzt noch nicht raus. Steine. Wie das funkelt, oder? Oh, ich liebe es. Sollten wir hier wieder fixieren? So. Und jetzt nehmen wir unsere Pinzette. Und die, ach, jetzt habe ich die. Guck mal, ich habe hier. Ich probiere es mal. Ich habe nämlich auch solche mit so einer abgerundeten und nicht ganz so spitz. So, zwei hier gehen. Drei ja auch. Krass. Also drei gehen, aber ich wahrscheinlich mit meiner Tollpatschigkeit nicht.
Das habe ich natürlich verkehrt gedacht. Jetzt habe ich das gemacht. Ach, ich mag das doch nicht. Nee, nur. War ja da am Rand noch Kinn. Manchmal lege ich mir hier auch noch ein Lineal hin. So ist es nicht. Aber jetzt nicht. Und eigentlich lege ich im Schachbrettmuster. Aber ja, da ich euch das jetzt zeigen möchte, wie toll die Steine liegen, wollte ich jetzt einfach die Steine nebeneinander legen, damit ihr das seht. Aber dazu muss ich sie erstmal gerade machen. So. Dann lasse ich jetzt die Seite da aus. Meine Tochter, also die Jüngere, die muss ständig irgendwelche Geschichten abschreiben aus dem Buch und Texte, damit die ihre Handschrift, also die Schreibschrift, wieder richtig beherrschen. Das ist gerade echt wieder. Das nervt mich sowas, ne? Dass man immer wieder und immer wieder müssen die eben Texte abschreiben und das hält oft und da liegt im Bock und verständlicherweise ja. So, ihr Lieben, es sieht fantastisch aus. Ich liebe diese Steine. Ich glaube, ich hätte doch an der Seite noch ein Lineal anlegen sollen. Und ich muss sagen, mit der abgerundeten Spitze, das geht echt. Ich meine, manche nehmen die wirklich gerne. Ich weiß nicht, wie ist denn das bei euch, wenn ihr mit Pinzette legt? Nehmt ihr die gerundete Spitze oder nehmt ihr lieber die Spitze? Spitze? Nehmt ihr dann eine gebogene Pinzette? Weil ich habe alles im Shop, ne? Ich habe spitze gebogene, spitze gerade, ich habe abgerundete gerade und abgerundete gebogene. Die Decks geschrieben habe ich. Was sind denn das für Sätze? So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier noch irgendwo einen Schieber rumliegen habe. Dann nehmen wir einfach einen anderen Stift. So, dass ich das bloß mal noch hier gerade schiebe. Hey, das sieht so toll aus. Ich habe schon ewig nicht mehr eckig gepaintet. Und wenn ich das jetzt sehe, weiß ich gar nicht, wo. Also, ich glaube, ich werde doch noch wieder ein Fan. Ne, nicht wieder, sondern ich werde doch noch ein Fan. Ich weiß es gar nicht. Was habe ich denn noch in eckig gepaintet? Ich glaube, den Tiger. Müsst ihr einfach mal in der Playlist gucken. Den Tiger. Und ich glaube, dann war das noch mit lilanen Blüten. Und Eisvögel war das, glaube ich. Das ist auch ein tolles Bild. Das hängt hier irgendwo hinter mir an der Wand. So, jetzt haben wir hier ein bisschen was getan. Jetzt kann ich jetzt gleich mal einen Zweierpack nehmen. Mit Mehrfachsätze habe ich es ja nicht, das wisst ihr ja. Aber wenn die Harzsteine, Acrylsteine, klappt das gar nicht bei mir. Ich weiß nicht, ob ihr mal hier Glück haben mit Acrylsteinen, dass sie dann im Doppelpack setzen können. Also bei mir geht das gar nicht. Aber bei Hartstein geht das. Und das habe ich gerade gemacht. Das hat funktioniert und sieht toll aus. Oh, ich freue mich. Das sieht so schön aus. Das wird so kompakt wieder hier. Und das ohne Lücken, ohne jegliche Lücken hier. Ich setze wirklich Stein an Stein. Was ich mal noch austeste, ist demnächst mal noch. Schachbrettmuster. Ich lege ja eigentlich solche Flächen im Schachbrettmuster oder mache ich es klein? Kommt denn jetzt der Stein hier? Was kleiner. Das testen wir gleich noch. Jetzt bin ich neugierig, wenn ich jetzt immer dabei bin hier.
schön. Und wenn ich im Schachbrettmuster setze, dann fülle ich mit Stift auf. Und das liebe ich. Ich liebe, dass die Steine dann da reindrücken. Und wenn die Steine wirklich toll sind, wenn da nicht so Lücken sind, ne, dann hat man auch manchmal das Klickgeräusch. Und das ist so toll. So, das werden wir gleich mal testen. Ich habe jetzt hier ein bisschen im Schachbrettmuster gelegt. Ich fahre euch mal runter. Nehme ich meinen Stift. Dann mache ich erstmal noch blauen Wachs rein. Bisschen noch was drin. Nee. Eigentlich mache ich ja meinen Wachs immer raus. Na, hier ist noch was drin. Das mag ich ja gar nicht. Und der ist schon raus. Jetzt mache ich blauen Wachs rein. Und dann nehme ich den Glühweinwachs. Ja, ich mache das immer so, weil dann vergeude ich nicht so viel. Oh, das riecht gut. Ich liebe das ja auch, wenn man dann das so abputzt hier. So. Riechen die Finger dann immer so gut. So, ihr Lieben. Das war jetzt verkehrt geklickt. Herrlich, ich habe das gehört. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Na gut, hier so am Rand, da hört man das dann nicht so. Schön. Also wenn ihr jetzt hier was hört, was so kratzt. Das ist unser Hausmeister, der Schnee schiebt. Also ihr merkt, es ist ordentlich Schnee gefallen. Dadurch, dass ich hier die Kamera hier oben habe, komme hier irgendwie alles überall nicht so richtig schön ran. Und gerade vor allen Dingen nicht. Aber das rücken wir uns gleich zurecht. Klick, klick. Schön. Freut mich. Tolle Steine. Bin wieder absolut begeistert. Aber das ist er ja. So. Tun wir uns die mal noch zurechtrudeln. Das war jetzt zu viel auf der Seite. Ah, ich glaube, ich mache hier nur mit Pinzette. Das war jetzt nicht so toll. Hier unten, das sieht viel schöner aus. Ich glaube, ich lasse es mit dem Stift. Das ärgert mich bloß. Wenn ich schon. Aber. Na, also nur mit Pinzette die ganze Zeit, das funktioniert dann ohne. Na, vielleicht kriege ich ja den Käse. Das ärgert mich jetzt echt hier. Den Kniff dann noch raus. Also wie gesagt, ein bisschen schief ist es geworden. Aber wir sind ja alle nicht perfekt. Hier unten sieht es schön aus, aber hier oben ist es irgendwie der Wurm drin. Das ärgert mich jetzt. Aber egal. Wir lassen das jetzt so. Das rüttelt sich dann noch zurecht. Irgendwie. Rüttel ich mir das dann noch zurecht. Und dann ist das alles schickimicki. Schickimicki, schickimicki. So, jetzt zeige ich euch das mal noch. Warte. Tada. Und das sind keine Lücken. Seht ihr das? Keine Lücken. Warum das jetzt nicht so richtig fokussiert, kann ich auch nicht sagen. Das sind keine Lücken. Seht ihr das? Außer ich habe hier. Na, das ist noch nicht richtig zusammengeschoben. Ey, das ist echt krass. Hier seht ihr das, das ist schief gekommen. Aber hier unten.
Perfekt. Also ich bin absolut begeistert. Absolut tolle Arbeit. Vielen lieben Dank, liebe Mila und Karat Art Team. Ihr habt das wieder toll gemeistert und ich freue mich sehr über dieses tolle Bild. Und wenn das fertig ist, sieht ihr das auf jeden Fall. Vielleicht machen wir noch mal ein Paint with Me zusammen. Aber jetzt erstmal. Jo, ich freue mich. Toll. Toll, 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 toll. Also, schaut gern bei Karat Art vorbei. Denkt an den Coupon mit den 10%. Guckt doch gern bei mir im Shop vorbei. Da habt ihr noch so die Accessoires passend zum Winter dazu. Und da kommt auch immer wieder was Neues rein. Und ja, scrollt euch durch. Freue mich drüber. Und danke auch schon allen, die schon bestellt haben. Ihr seid fantastisch. Na, anderen natürlich auch. Ich wünsche euch alles Gute. Passt schön auf draußen bei dem ganzen Wetter da, was so nicht so toll ist gerade. Und bleibt gesund. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, bei Mellys Painting-Ecke kommt ein neues Video. Macht's gut. Tschüss.